Test, Test, 1, 2, 3. Ich bin Gianni und ich bin jetzt hier in Hannover. Und ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. Servus Performance Law Friends, was geht ab? Wir sind hier in Hannover jetzt angekommen. Nach 600 Kilometer fahren. Lecco mio, du, es war eigentlich ganz gut frei, aber es hat geregnet überall. Wir sind jetzt hier an unserem Messestand PS Days Hannover. Bodenlose Frechheit, echt ekelhaft. Das heißt, es wird Zeit, dass wir jetzt hier was ändern. Hier kommt jetzt ein richtig geiler Performance Floor hin. Dann haben wir noch ein aufblasbares Airdrome dabei. Da freuen wir uns auch. Und wir sind nicht allein. Wir haben nämlich diesmal Felgenladen 24 dabei. Die kommen auch wie wir aus Freudenstadt Region. Das heißt, völlig Schwaben wie wir. Und gleichzeitig noch Verwandtschaft von mir. Das heißt, als allererstes, das erste Mal eigentlich, dass wir so zusammen was auf einer Messe machen. Das heißt, mit Felgenladen 24 werden wir zusammen hier den Stand aufbauen und dann holen wir euch wieder dazu. Bist du ruhig, wenn ich mein Intro mache? Unglaublich. Ja, Performance Law Friends, ich habe ja gesagt, ich melde mich nach dem Aufbau und wir haben es geschafft. Es ist alles dahin, wo es hin soll. Dahin, wo es hin soll. Genau, so wollte ich sagen, genau. Ja, wir haben es geschafft. Aufbau ist fertig und es ist alles an Ort und Stelle. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal gemeinsam an, wie es bei uns aussieht. Wir haben unsere AMG dabei, wir haben den Victor dabei. Und zum ersten Mal Premiere, unsere Hexagonlichter. Kommt mit, kommt mit, kommen Sie, kommen Sie. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie, gut. Hexagonlichter. Wie lange haben wir gebraucht, um das Ding zusammenstecken? Halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Ja, gut, wir haben es ja auch schon ein paar Mal gemacht. Okay, Marvin lacht. Ja, sagen wir eine Stunde, bis es dann komplett zusammen war, bis es dann einigermaßen ausgerichtet war, eine gute Stunde. Ja, haben wir jetzt hier Premiere, Hexagonlicht auf der Messe und blaue Lichter und pinke Lichter haben wir nämlich jetzt auch im Angebot und warmweiß. Weil viele Leute gesagt haben, ey, habt ihr die auch farbig? Haben wir. Kommt mal mit, ich zeig's euch. Ich weiß nicht, packt das die Kamera in das? Nein. Nein, also in der Mitte hier haben, ich muss sagen, in der Mitte hier haben wir die blauen Lichter. Und außenrum ist dann wirklich das Weiß. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie hell das Ding ist. Weil die Kamera packt es einfach nicht. Aber sieht man es so besser? Ich bin erleuchtet. Nicht toll? Herrlich. Ja, guck mal, auf dem Auto sieht man es. Ja. Auf dem Auto stimmt, sieht man es. Da sieht man es dann auf der Windschutzscheibe wahrscheinlich. Mhm. Genau. Wir sind jetzt hier bei Sartag Crew. Haben auch mit denen gerade gesprochen gehabt, weil schwarz-rot, kam gleich die Frage, der LKW kann man denn da draufstellen? Da habe ich gesagt, ja, 30 Tonnen Quadratmeter, wenn man da nicht groß rangiert oder sowas, müsste das auch kein Problem sein. Man sieht es im Hintergrund, es sind wunderschöne Autos hier. Und genau die wollen wir euch jetzt zeigen. Wir werden zum einen oder anderen Stand auch hingehen und nehmen euch jetzt einfach mal mit. Ja, Performance Law Friends, wir haben geguckt, okay, wer hat noch diesen Boden bei uns in der Halle? Und ja, wir kennen uns auch schon Weichen, gell? Stand Performance Parts. Und der René, der hat auch mit mir öfters zu tun gehabt. Wie lange habt ihr den Boden jetzt schon? Bei uns in der Halle, glaube ich, schon seit 3-4 Jahren ungefähr. Sind auch top zufrieden. Bei uns in der Werkstatt, genau, also mega. Ja. Ja, wir haben jetzt nicht so viel, laufen nicht im Wasser rum, wenn wir mit den nassen Autos von draußen reinfahren. Ja. Ja, ist wirklich wunderbar, auch rutschfest. Ja, top gut, ne? Wenn mal was runterfällt, geht nicht gleich irgendwie was kaputt. Ja, und sieht halt auch hammermäßig aus, also rein kosmetisch auch mega, ne? Das war bei uns jetzt nämlich auch der letzte, war einer mit dem Handy da, ja. Fällt runter. Da habe ich gesagt, mach dir keine Sorgen, das Ding ist noch ganz. Ja. Rum, tatsächlich, das sei Performance war. Ja. Nee. Den Boden hier auf der Messe, den habt ihr jetzt von euch aus der Werkstatt rausgenommen, oder wie? Nee, den haben wir jetzt extra nochmal bestellt.
Ne, weil wir wollen jetzt auch zukünftig alle Messen mitnehmen. Stimmt, da war was. Ja, natürlich. Genau, klar, und ja. Erstmal hatten wir ein bisschen weniger bestellt. Ja. Wir wussten auch nicht ganz genau, wie groß wird der Stand sein. Ja. Ne, und ja, hat wunderbar geklappt. Ja. Die Sachen waren so schnell da, also es war eigentlich eher so unglaublich. Ja, ja, das war ja dieses Last-Minute. Ich kann mich erinnern, Marvin hat da was gesagt, ihr hattet ja mit Marvin mehr zu tun. Ja, genau. Ja, genau. Auf dem letzten Drucker war das irgendwie gewesen. Ja, stimmt. Und genau, war auch super zu transportieren. Ja. Wir haben so einen Kofferanhänger mit zwei Paletten rein und das Aufbauen auch super schnell gewesen. Perfekt. Genau, haben wir zu zweit aufgebaut und echt ohne Probleme. Ja. Ne, wir wurden auch von den Kunden angesprochen. Ne, super Farbe gewählt, mal was anderes, Silber, finde ich auch richtig gut. Ja. Da haben wir gerade auch drüber gesprochen, Hamburger Raum, weil er gesagt hat, es fragen auch sehr, sehr viele Leute. Deswegen, wenn ihr aus dem Hamburger Raum seid, Stempelform Parts wird in Zukunft auch mit uns da das ein oder andere Geschäft machen. Das heißt, da könnt ihr auch dann auch vorbei. Die Jungs haben Erfahrung mit dem Boden. Und was macht ihr sonst noch so? Ja, wir produzieren individuelles Clubsport-Zubehör, zum Beispiel unsere Streben. Na, das ist quasi der Ersatz für die Rücksitzbank. Können wir in verschiedenen Werkstoffen herstellen. Carbon, also wirklich echt Carbon, Aluminium. Wir pulverbeschichten die ganzen Aluminiumstreben, alles in-house. Wir nähen die ganzen Netze bei uns auch. Wir haben eine Sattlerei. Ja, wir sind insgesamt 11 Leute bei uns im Standort. Wir nähen die ganzen Netze selber. Genau, und das ist so das, was wir machen. Quasi Rücksitzbank kommt raus wegen Gewichtsersparnis. Stattdessen kommt unsere Strebe rein. Ja. Man kann den Kofferraum noch ganz wie gewohnt weiter nutzen. Ja. Na, dann fliegt die Sporttasche beispielsweise nicht immer rum. So, genau, und das Ganze bieten wir halt mittlerweile für 40, 50 Autos an. Und wo liege ich jetzt bei sowas ungefähr? Ist das individuell oder habt ihr da so einen Standard? Genau, also so eine Strebe in Aluminium mit Netz liegt bei 2,99 €. Ja. Ne, Carbon kostet einen Tick mehr, 40 Euro Aufpreis. Und der Clubsportteppich bei 2,39 €. Ja. Genau, alles made in Germany. Ne, von uns am Standort wirklich gefräst. Wir machen wirklich CNC-Fräsen. Der Pulver beschichten, wir nähen alles selbst, alles in Handarbeit, noch richtig made in Germany. Perfekt. Weiter geht's dann hier zu Hot Wheels. Wir haben zusammen mit Autobild eine Car-Challenge gemacht und da gab es dann 3 Finalisten und die wurden dann hier eben vorgestellt. Da konnten die Leute über Social Media abstimmen. Auch wir haben das bei uns auf dem Kanal ja veröffentlicht. Der ein oder andere wird es gesehen haben. Und ja. Jetzt gehen wir zu jemandem, wie soll ich sagen, ja, der uns von Anfang an eigentlich begleitet hat und er freut sich immer, wenn ich mit meiner Kamera ums Eck rum und deswegen machen wir das jetzt. Seht ihr den Schweiß, der schon auf seiner Stirn ist? Ich hab schon ganz aufgeregt. Oh nein, Gianni mit der Kamera. Er redet jetzt extra länger. Ja, mit Sicherheit redet er länger. Oder er sagt, was willst du, Lamp? Was? Wo ist mein Boden? Der kommt noch. Der hat bei mir Boden ausgeliehen, ne? Ja, ist doch toll. Ich verkaufe ihn und leih mir dann wieder aus. Läuft bei dir. Hashtag Schwabe. Für null. Doppelt. Ja, den bauen wir nachher ab. Dann tun wir ihn abbürsten, abwägen. Ja. Tu ihn dann im Bad noch putzen und dann bringen wir den zurück. Ja. Natürlich. Schön. Selbstverständlich. Vielen Dank auch an der Stelle nochmal. Ich danke Ihnen auch für den hervorragenden Boden, was du mir immer wieder. Schön. Also ich bereue nicht ein einziges Mal. Frag mal meinen Bruder. Ich bereue nicht ein einziges Mal. Der hat sich auch schon doppelt ausbezahlt. Ne? Das ist aber das, was die wenigsten kapieren. Die wenigsten kapieren das. Müssen sie doch nicht, lass sie doch. Ja, aber ich sag immer, lass Leute, doch nachhaltig. Einmal, ich sag immer, lass die Leute einmal in den Dreck beißen. Ja, danach wissen sie, was gut ist. Ja, das ist halt interessant, ey. Genau richtig. Oder Murat? Bester Boden. Ja. Deswegen, Leute, kauft Performance Floor. Ich stehe dahinter und ich gebe euch nochmal jetzt nochmal die Gelegenheit 50% drauf. Hey. Ich war kurz vor den Tränen, so ganz kurz davor, alles kaputt gemacht. Wollt genau, meinen? Ja, wollt kurz. Das war wirklich für mich jetzt so. Oh. Nein, weil wir mögen nicht euch. Wie lang? Vier Jahre, 4,5 Jahre jetzt? Wir akzeptieren dich auch. Hallo, was ist mit mir? Über dich freue ich mich noch mehr. Ah, eigentlich Gott, über dich. Gott sei Dank. Weil du das Piepen, weia Mann, da guck ich mich fest. Nichts piepen. Ja. Wenn du piepst, bist du ein Arschloch. Ja. Ja, ich weiß, ich bin nervig, ja. Ich
komme gern zum Sucuk Toast essen. Genau. Ich trinke deinen Energy leer. Ja. Genau, richtig. Dabei habe ich jetzt einen Sucuk Toast in den ganzen vier Jahren gegessen. Ich komme mir vor wie der Mutter, aber wenn du da bist. Ja, ich schmier einen Schuss. Das ist gut. Das ist gut. Ja. Nein, nein. Jetzt im Ernst, Leute. Also ich bin Gott froh, dass ich den Boden habe. Vor allem, ich habe ihn in zwei Farben. Ich kann jederzeit variieren. Ich kann machen. Ich kann Dies draus machen, theoretisch. Ja. Aus Muster. Ja. Ohne Probleme. Ja. Und ich höre auch, dass manche andere anderen Boden haben. Ja, haben die tatsächlich. Und was sind sie mal? Sechsmal länger gebraucht wie wir. Ja, ja. Wir nennen keinen Namen, aber... Nein, nennen wir nicht. Er sieht aus wie unser, fast. Ja, ja. Nee, gut. Also, wir sind soweit durch mit der ja, Tour. Wie immer endet es ja. bei Mutlu. Ja. Weil es einfach immer wieder zum Schluss noch so Ski-Tüpfchen ist, weil er mir nochmal voll eine reindrückt, die hat was zum Lachen. Weil er keinen mehr hat, den er interviewen kann hier. Alle war ja durch, dann gehen wir halt zum Mutlu noch. Ja, natürlich, das denkst du. Das Beste kommt zum Schluss, sagt man. Ja, sagt man. Ja, ja, ja. Bei mir ist einfach wieder auf dem Rückweg zu fahren, weil wir immer so in der Nähe sind. Ich weiß. Und dann noch ein Energy mitnehmen jetzt. Ja, natürlich. Und einen Sucuk-Toast. Also, bis dann. Ciao. Ja, liebe Freunde, das war PS Days Hannover 2022. Vielen lieben Dank auch an der Stelle an die Messe. War eine gute Messe, eine tolle Messe. Es hat uns auch gefreut an alle die, die hier waren, die mit dabei waren. Und einfach von unserer Seite, macht's gut. Ihr wisst ja, alles andere ist eine bodenlose Frechheit. Deswegen Performance Floor.